Und ganz ehrlich, bei wem sind die Nudeln angepappt das erste Mal unten im Topf? Habt ihr da einfach Wasser drauf gemacht, habt's losgemacht? Siehste, funktioniert. Und wichtig ist, es muss nicht wallen kochen die ganze Zeit. Das spielt überhaupt keine Rolle. Lass es aufkochen, das Ding am Anfang, dass die Nudel schön mit Wasser und Wasserdampf umwirkt ist und dann dreht runter. Ja? Und wenn ihr seht, zum Schluss ist da noch ein bisschen zu viel Wasser drin, dann dreht einfach nochmal hoch, dass das Wasser eingekocht wird. Nicht wegwerfen. Ja, nicht weggießen das Wasser, sondern einfach wegkochen lassen, dass ihr die Stärke Sättigung drin habt. Heute kommt Teil 2 der Nudel. Machen heute mal eine kurze Nudel. Und wie koche ich Nudeln vor? Müssen wir ein bisschen mit Zeitraffer machen, aber da habt ihr Verständnis dafür. Also, ihr nehmt Wasser. Selbe Spielchen wie beim letzten Mal. Und zwar heute, wenn wir Nudeln vorkochen, macht ihr nicht die Hälfte Wasser, sondern ihr macht die gleiche Menge Wasser wie Nudeln. Okay? Jetzt habe ich hier vom Nachbarbauernhof habe ich hier eine Dinkelnudel, die nehmen wir jetzt dazu. Schaut her, ich mache jetzt so viel ungefähr und habe ungefähr die gleiche Menge Wasser. Also nicht vom Gewicht her, sondern immer vom Volumen ausgehen. Ich gebe wieder her. Macht euer Salz ins Wasser, dass es schmeckt wie ein Meerwasser. Dann geht ihr wieder her. Macht euren Ingwer dazu. 1-2 Scheibchen. Wie gesagt, geht nicht um den Geschmack. Es geht nur darum, die Nudeloberfläche aufzuräumen. Wir gehen wieder auf meine Powerplatte. Zack. Wenn ihr Induktion habt, nur wenn ihr Induktion habt, könnt ihr hergehen und die Nudeln gleich reinmachen. Guckt mal her, schaut mal in den Topf rein. So ungefähr schaut es dann aus. Ja? Gleiche Menge Wasser wie Nudeln. Okay, ja, auch hier rühren wir einmal durch, machen wieder den Deckel oben drauf, und fertig ist der Lack. Wie lange koche ich jetzt die Nudeln? Faustregel. Und vergesst es mit al dente und durchbrechen und an die Wand schmeißen, völliger Krampf. Ja? Kann funktionieren, muss aber nicht. Lange Nudeln, alles was Spaghetti, Tagliatelle, Tagliatelle, Pappardelle ist, macht ihr genau die Hälfte der Garzeit, was auf dem Päckchen steht. Und das gilt ab dem Moment, wo das Wasser kocht. Die Hälfte der Garzeit. Dann wird es abgegossen durch ein Sieb. Jetzt brauchen wir natürlich ein Sieb, aber das Wasser wird aufgefangen. Dann habe ich mir ein Gefäß hergerichtet, wo meine Nudeln dann drin sind, wo ich meine Nudeln auskühlen lasse. Die werden nämlich nicht abgeschmeckt. So. Auf meinem Päckchen steht jetzt 7 Minuten. Das heißt 3,5 und bei kurzen Nudeln die Hälfte der Garzeit plus 1 Minute. Okay? Lange Nudeln, Hälfte der Garzeit, kurze Nudeln, die Hälfte der Garzeit plus 1 Minute. 4. 4. Es gibt natürlich Leute, die haben sowas im Gefühl, ich null. Ich brauche unbedingt einen Wecker dazu. Also Pi mal Daumen, ich kann auch keine Eier kochen. Ne? Ich würde ja gerne mal was mit Eiern mit euch machen, aber ich bin definitiv zu doof zu Eier kochen. Kann es nicht. So, schau her, meine Nudel. Fängt so langsam das Kochen an. Es geht los, ja, sobald es das Kochen anfängt, macht ihr euren Wecker, schau, 7 Minuten steht auf dem Weckchen, die Hälfte plus 1 Minute, 4 Minuten 30, Play. Und egal, was da in diesem Topf passiert, außer wenn es überkocht, dreht ihr natürlich runter auf kleine Flamme, ja, es wird nichts mehr gemacht da drin. So, es kommt hoch, ich drehe runter auf kleine Flamme und ich gehe jetzt raus. Und tu mal ein paar Kräuter im Garten holen für meine Nudeln dann später. Bis dann. So. Okay. Eure Zeit ist abgelaufen. Entschuldigung, die Zeit der Nudeln ist abgelaufen. Schauen wir uns das mal an.
Seid schön langsam geköcht. Ihr dreht natürlich runter eure Kochzeit. Klar, ne? Es kocht nicht volle Pulle, sondern ihr dreht runter, dass es schön vor sich hinkocht. Dann gießt ihr ab. Den überlässt ihr wieder raus. Macht eure Nudel in das Gefäß, wo ihr sie aufhebt. So, was sehen wir jetzt? Wir sehen jetzt, dass die Nudel hier übereinander liegt. Die Nudel wird nicht abgeschreckt. Die ist knalleheiß, die gart natürlich in sich noch weiter. Deswegen diese kurze Garzeit. Nochmal, lange Nudel, Hälfte der Garzeit, wie auf dem Päckchen steht. Kurze Nudel, die Hälfte der Garzeit plus eine Minute. So, und jetzt schaut her, ihr nehmt jetzt Pflanzenöl, kein Olivenöl. Wir haben das ausprobiert und sind dann drauf gekommen, Olivenöl hat einen gewissen Säureanteil. Die Säure vom Olivenöl greift wiederum die Stärke in der Nudel an. Guck mal her, wir nehmen so viel. Schaut mal her. Das ist völlig ausreichend für diese Menge an Nudeln. Ihr macht das drüber, rührt das Ganze gut durch. Und dann könnt ihr nämlich von hier gehen, sobald es Raumtemperatur hat, ja, schwenkt es mal durch. Ihr müsst nicht ganz so viel Sauerei machen wie ich. Ja. Aber wo gehobelt wird, fallen Späne. Deckel drauf und dann ab damit in den Kühlschrank. So. Die Kinder haben Hunger. Der Freund hat Hunger, die Freundin hat Hunger, du hast Hunger. Völlig egal. Du musst jetzt nicht mehr warten, bis dein Wasser kocht, bis die Nudeln gekocht sind und so weiter und so fort, sondern du bist vorbereitet. Du kannst innerhalb von, ich sag mal, 30 Sekunden bis eine Minute kannst du deine Nudel essen. Wichtig ist, ihr hebt euer Kochwasser auf. Ja? Und jetzt funktioniert das Ganze folgendermaßen. Ich gehe her. Nehmt pro Portion an Nudeln ungefähr ein Sechzehntel eines Liters. Schau her, so viel, das sind ungefähr 3 Esslöffel. Nehmt ihr von eurem Kochwasser. Macht es in den Topf rein, ihr seht, es ist verschwindend gering. Jetzt machen wir meinetwegen mal 2 Portionen, zack, rein damit. Dann könnt ihr hier gehen, könnt sofort, währenddem ihr das Ding hier laufen habt, na, soll ja heiß werden, währenddem ihr das laufen habt, euer Pfeffer rein dazu. Euer tolles Olivenöl rein dazu. Salz brauchen wir nicht, weil wir haben richtig gesalzen im Vorfeld. Dann holt ihr eure Nudeln aus dem Kühlschrank. Macht eure 2 Portionen Nudeln da rein. Und jetzt ist es natürlich wieder so, die Oberfläche der Nudel ist aufgeraut. Ja? Das heißt, die Soße etc., was wir dazu machen, verteilt sich sofort dran. Und so natürlich auch das Kochwasser. Du machst den Deckel dran, sobald dein Deckel heiß ist, ja, ist deine Nudel fertig. Und es dauert ungefähr zwischen 10 und je nach Menge, was du machst, 4-5 Portionen, wenn du machst, 10 Sekunden bis eine Minute. Und du hast immer die perfekte Nudel. Ja? Und es lohnt sich wirklich, sich dieses Mise en Place zu machen. Man sollte immer einen Reis daheim haben, kommt später. Man sollte immer eine gekochte Kartoffel daheim haben, kommt später. Aber mit der Nudel, was ihr damit in Zukunft macht, wenn ihr die auf Vorrat haben wollt, dann macht ihr es nicht genau. Leute, euer Nudelwasser, ja, das könnt ihr natürlich nicht draußen aufheben, sondern das gehört zum Mise en Place in den Kühlschrank neben die Nudel hin. Es kriegt da oben drüber eine Haut, das ist natürlich die Stärke, die, wenn die kalt ist, die sie zusammenzieht. Ich empfehle euch, macht es einfach in eine Milchflasche rein, dann hast das Ding sauber aufgeräumt, ihr macht einen Schluck in den Topf rein und dann könnt ihr eure Nudeln warm machen. Probiert es, dann spürt es. Mahlzeit.